Urs Gunter, in einem Monat läuft das fast schon. Seid ihr bereit, ihr als Ressortchef von der Verpflegung und von der Unterhaltung? Also die grossen Flecken werden alle eingeschlagen und jetzt werden wir einfach mal Feintuning noch schaffen, dass wir wirklich am 22. Juni zweck sind für die Schar von Besucher können zu verpflegen und dass sie einfach genügend zu trinken und zu essen haben. Eines von diesen Herzstickern ist ja sicher das Dorf hier vom Gleiser Sportplatz. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine ziemlich grosse Infrastruktur, oder? Wir haben hier eine grosse Infrastruktur aufgestellt. Das heisst, das sind 24 Zelte, 7000 Sitzplätze gedeckt, die wir machen, die aber nachher noch viele Verpflegungsstände, die vorne sind, der ganze Odermeile. Es sind über 100 Stände Verpflegung, die wir noch zusätzlich haben, sodass wirklich jeder Schissrackel und Schiene Bratwurst essen kann. Wie muss man sich das vorstellen, die Logistik, wenn da der Nachschub organisiert werden muss? Das braucht sicher viel, oder? Wir haben zwei Zentrallager. Eins ist innen am Ronesand für ganz Getränk. Das Getränk kommt mit einem Bahnwagen hier auf die Brücke an. Und dann können wir das direkt da umladen. Und das zweite Zentrallager hier unten bei der Grova, wo der ganze Essen verpflegen kommt. Da haben wir nur drei rückständige Lager, also eins in Conte und eins in Heimberg, wenn es war uns geht, sodass wir genug Ware haben und im gesamten Fest werden 18 Lastwagen die Verpflegung vor Ort bringen. Da braucht sicher auch viele Helfer. Wie viele sind denn da jetzt nur schon bei der Verpflegung und da im Einsatz? Ja, das ist, haben wir noch nicht ganz eruiert, aber das sind ein paar hundert, die da im Vorfeld jetzt schon arbeiten. Ab 6. Juni wird das ganze Zentrallager eingerichtet und das geht bis es abgeräumt ist wieder bis zum 7. Juli. Also es sind mehrere hundert Leute, die da im Vorfeld, im Nachfeld und vor allem während dem Fest beschäftigt sind, dass das wirklich alles am besten klappen tut. Ihr seid momentan sicher fast mehr für das Jodlerfest tätig als im eigentlichen Beruf, oder? Also muss so ein Riesen alles muss organisieren. Ja, der Job, der mache ich normal weiter. Aber es ist ja so, dass es eigentlich anstatt 9 Stunden, 10 Stunden Job ist, einfach jetzt ein 16 bis 18 Stunden Job und geht einfach 7 Tage in der Woche, ein paar Monate jetzt durch. Ja. Warum tut man sich denn das an? Das ist ja wirklich Stress pur, kann man sich so vorstellen. Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist schon Begeisterung an dem ganzen Anlass, mal so einen Grossanlass können mitzumachen, können mitzuwirken und mithelfen, dass das hier im Brieg-Gleisen so gut einigermaßen über die Bühne geht. Und in dem Moment, wo man zugesagt hat, hat man nicht gerade alles, Gott sei Dank nicht alles gewusst. Aber wir sind ein gutes Team, wir arbeiten gut und ich habe viele Rösserleiter, die voll Gas geben, so ist das bewältigbar. Und wenn man am Schluss sagen kann, es war ein Flutzfest, dann ist da eine gewisse Befriedigung da für alle und auch für mich persönlich.